Un, dos, tres. Jahren bin ich nach Österreich gekommen mit einem Rucksack, eine Schachtel Zigarren, meine Zahnbürste, natürlich mein Saxophon. Ich habe mit 7 Jahren mit Musik begonnen, mit Klarinette, eigentlich mit Cello, aber sage ich immer mit Klarinette. Und dann habe ich Saxophon studiert in dem Conservatorio Esteban Salas von Santiago de Cuba. Und dann Percussion und Komposition. Wir machen ein bisschen Jazz, ein bisschen klassische Musik, kubanische Musik. Viele Leute glauben, das ist Weltmusik. Man kann auch sagen, aber für mich das ist Colores, weil Colores ist, die Welt ist einfach Farben. Und auch unser Sound ist voll von Farben. Deswegen unser Projekt heißt Colores, Eldis La Rosa und Colores. Habe ich vor 3 Jahren ungefähr Chahua Chang kennengelernt. Sie kommt aus Taiwan. Und ich habe dieses Instrument gesehen und ich war total verliebt, die Erhu, die chinesische Geige. Thank you.
Dann habe ich Igor kennengelernt. Er ist aus Klagenfurt. Er kommt von der klassischen Musik. Und ich habe auch ihn gesehen. Ich habe gesagt, ich glaube, er passt mit uns. Und Victoria, die Kontrabassistin, sie ist aus Bulgarien. Sie kommt von der Jazz-Szene. Und ich glaube nicht. Ich bin sicher, wir haben schon gehört, dass die passen sehr gut mit meiner Musik. Für mich ist besonders. Und hier in Deichmanns die Aufnahme zu machen, ist für mich auch sehr besonders, weil das ist keine traditionelle Studio und so. Das ist ein Stadel. Und die Idee war besondere Musik, besonderes Studio. Die Idee kommt auch von diesem Tiny Desk Konzept von New York. In Österreich existiert das nicht, überhaupt nicht. Und für mich, das ist eine Tiny Desk in Österreich. Und den Sound von Deichmann ist super. Für mich Musik ist wie Familien. Das bedeutet für mich Musik. Wir machen nicht nur Musik, sondern ein bisschen zusammen spielen.